Servus, liebe FCA-Fans, herzlich willkommen zum 19. Spieltag. Mein Name ist Tim, so wie immer. Und heute gibt es mal wieder super interessante Spiele für euch. Anfangen wollen wir mit Jahn Regensburg gegen natürlich unserem FCH. Das ist der 19. Spieltag und damit spielt der Tabellenzwölfte in Form von Jahn Regensburg gegen den Tabellenzweiten. Das wären wir. Das erste Spiel, ihr seht ihn schon unten, Dennis startet gleich auf der PS4 gegen Sven Kopp. Kurz ein paar Statistiken zu ihm, damit ihr da auch auf dem neuesten Stand sind. Seit 16 Tore hat der Gute ja bisher gemacht, 5 Siege eingefahren. Das klingt jetzt erstmal nicht nach so viel, aber tatsächlich hat er die letzten 3 Einzel gewonnen gegen Hertha, Augsburg und Mainz. Ja, ich würde sagen, Dennis sollte auf jeden Fall gewarnt sein. In der Weekend League er selber mit 27:3, das ist ganz in Ordnung. Und er selber steht nach dem letzten Spieltag bei 29 Toren und 7 Siegen. Klassisch spielt er 4-4-2, das kennen wir ja von ihm. Spielt es gerne mal öfters vorne drin, Pick und Moore. Thiel auch immer mal wieder bei ihm zu sehen. Und im Tor natürlich Vitus Eicher. Unten lacht er. Ich glaube, die Stimmung bei den Jungs ist auf jeden Fall gut. Ist kein Wunder nach den letzten beiden Wochen, in denen es für den FCH echt richtig, richtig gut lief. Und für Regensburg, tja, da läuft es im Moment halt noch nicht so richtig gut. Tabellenplatz 12, 16 Spieltage haben sie schon hinter sich, 45 Punkte. Das ist tatsächlich genau die Hälfte von den 90, die wir bisher verbuchen dürften. Und so richtig interessant wird es ja sowieso erst nach diesem Spieltag. Das gebe ich euch jetzt auch schon mal mit auf den Weg. Direkt hier nach um 20 Uhr spielen wir gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das ist ein Featured Match. Das schaut ihr euch also auf dem offiziellen Kanal der Virtual Bundesliga an. Und danach um 21.30 Uhr ist es das Spiel, auf das man eigentlich die ganze Saison wartet. Der Tabellenerste spielt gegen den Tabellenzweiten. Was heißt das genau? RB Leipzig gegen den FCH. Und da haben wir sowieso nach dem Hinspiel noch ein bisschen was offen. Eine kleine Rechnung. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt wollen wir uns erstmal auf unsere Begegnung gegen Regensburg konzentrieren. Und ich denke, unsere Jungs sind ganz gut drauf und sollten doch den einen oder anderen Punkt mitnehmen, wenn man sich mal so die Formkurve der letzten Wochen anschaut. Aber wie gesagt, Sven Kopp jetzt gleich im ersten Duell auf der PS4. Bei weitem keine Laufkundschaft. Und das wird er jetzt gleich dann sicherlich auch unter Beweis stellen wollen. Wenn es denn dann gleich losgeht und wir sehen schon, lange dauert es nicht mehr. Ich bin gespannt. Ich habe so wie jede Woche Bock und hoffe natürlich auch, dass ihr gleich im Chat so zahlreich wieder am Start seid, wie es in der letzten Woche wart. Und jetzt sind wir im Stadion angelangt. Jetzt darf es dann gleich losgehen. Der FCH spielt in Blau, Regensburg in Weiß und Rot. Zunächst mit Ballbesitz von links nach rechts. Direkt mal der erste Ballgewinn von Dennis. Das sieht alles ganz vernünftig aus. Und jetzt gilt es natürlich erstmal in den Spieltag reinkommen. Woche Pause gehabt, klar. Und der erste Angriff ist dann meistens auch, ja, schon mal so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall darauf, was einen denn so erwarten könnte an diesem Spieltag. Schauen wir mal, was er draus macht. Lässt sich da viel Zeit, will da gar nicht übereilt in den 16er gehen, wenn er nicht den Platz hat, so wie jetzt. Und das könnte einen Pfiff geben, aber den gibt es in diesem Fall nicht. Kein Strafstoß, aber das sah doch für den ersten Angriff des heutigen Tages gar nicht so schlecht aus. Hatte da schon echt nach diesem schönen Steilpass relativ viel Platz im 16. Hat ein bisschen Pech, beziehungsweise Sven Kopp Glück, dass er da noch rankommt. Und jetzt muss Dennis im Gegenzug aufpassen, denn Regensburg jetzt erstmalig in der gefährlichen Hälfte des FCH. Aber auch hier macht Dennis zunächst einen guten, soliden Eindruck. Und ich denke, dass er das auch im weiteren Spiel so bestätigen wird. Nächster Angriff für den FCH. Spielt über
Schöppner. Dann nochmal raus zu Pick und am Ende landet der Ball bei Burnic. Lässt sich da viel Zeit im Spieleaufbau. Versucht es jetzt mal im 16er. Aber auch da klappt natürlich so früh im Spiel noch nicht alles. Ist ja auch gar kein Problem, denn wie wir jetzt hier gerade eben sehen, passt er halt in der Defensive auch auf. Und so gibt es dann natürlich auch viel Freiraum für ihn, wenn es dann wieder in Richtung Offensive, wenn es dann wieder in Tor, in Richtung des Tors von Regensburg geht. Kleines Missverständnis. Hat er sich vielleicht verdrückt? Ich weiß es nicht. Und jetzt geht es dann auch direkt weiter. Also die ersten 20 Minuten sind jetzt gleich gespielt. Die ganz großen Chancen haben wir noch nicht gesehen, aber ich würde auf jeden Fall mal sagen, Dennis hat das Ding bisher eigentlich ganz gut im Griff. Ist gut reingekommen. Jetzt gilt es natürlich noch, die Lücken und dementsprechend die Chancen zu finden. Vielleicht sehen wir jetzt in diesem Angriff die erste. Tobias Mohr, der zurück zu Schöppner. Vorerst ein Regensburger dazwischen, kann aber nicht klären. Pick nochmal im 16er. Aber auch hier. So ein bisschen das Matchglück, was bisher fehlt, ist so die letzte Bewegung, in der er halt eben nicht durchkommt, um dann blank vorm Keeper zu stehen. Und dementsprechend Regensburg jetzt wieder mit der Möglichkeit und kaum sage ich es, ist sie schon wieder verschwunden. Dennis passt nämlich gut auf und jetzt hat er wirklich ein bisschen Platz, kann in den 16er ziehen, wird da aber auch wieder fair vom Ball getrennt. Defensivarbeit und das sollte man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Von Korb bisher auf jeden Fall grundsolide, keine Fehler, die er sich hier erlaubt. Und das ist natürlich das Mindeste, was du spielen musst, wenn du gegen Dennis was mitnehmen willst oder sogar gewinnen willst. Bisher zumindest in der Defensive von ihm ein sehr guter Auftritt und jetzt vielleicht dann gleich auch in der Offensive. Das sah schon gefährlicher aus, aber auch da fehlt so ein bisschen die Präzision im letzten Pass, das, was wir gerade eben bei Dennis auch schon gesehen haben. Hoffen wir mal, dass sich das im weiteren Verlauf des Spiels jetzt noch so ein bisschen verbessert. Und wieder der versuchte Pass in den 16er, aber auch hier soll es dann am Ende nicht ganz sein. So, jetzt sieht es richtig gefährlich aus über Mohr, aber der kommt nicht ganz rechtzeitig an den Ball. Auch wichtig, dass Kopp da mit dem Keeper rauskommt. Und dementsprechend Mohr da frühzeitig vom Ball trennen könnte. Das war die erste richtig gute Chance in dieser Begegnung. Und wieder Dennis, der jetzt doch bemüht scheint, hier vor dem Pausenpfiff nochmal was aufs Scoreboard zu bringen. Klar, wenn du hier das 1 zu 0 noch vor der Halbzeit machst, wäre es natürlich auch, klar, für den Kopf eine wichtige Geschichte. Vielleicht jetzt die Möglichkeit im 16er nochmal schön zurückgelegt, nochmal rübergelegt, abgeschlossen mit Marc Schnatterer. Aber wieder ist ein Regensburger dazwischen. Trotzdem der Ball noch heiß, die Situation nicht bereinigt. Viel Platz jetzt für Mohr, der legt nochmal rüber. Und jetzt scheint so ein bisschen die Luft raus zu sein aus diesem Angriff. Geht jetzt natürlich auf den letzten Angriff dieser Halbzeit. Klar, da sollte er jetzt tunlichst nicht mehr den Ball verlieren und dann vielleicht am Ende nochmal die eine Möglichkeit suchen, um hier vielleicht nochmal mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen. Die vergibt da, schüttelt ein bisschen mit dem Kopf. Mit einem 0 zu 0 geht es in die Halbzeit. Das ist jetzt keine absolute Dominanz, die wir von Dennis sehen. Das bei weitem nicht, aber auch die Ballbesitzstatistik zeigt, er hat das Ding hier eigentlich weitestgehend im Griff. Was fehlt, ist das Tor. Hoffen wir mal, dass wir das in der zweiten Halbzeit dann sehen.
Und weiter mit Halbzeit Nummer 2 und dementsprechend natürlich auch ja, der zweiten Chance jetzt für Dennis hier den Dreier zum Anfang des 19. Spieltags mitzunehmen. War jetzt nicht das Spiel mit den ganz großen Tormöglichkeiten, so ehrlich sollte man dann doch auch sein. Aber darum geht es ja auch nicht immer. Denn Dennis hat uns ja in den letzten Wochen, sage ich mal, schon das ein oder andere Mal für Herzrasen gesorgt. Vielleicht ist es dann heute auch ein ganz entspanntes Ding. Solange die 3 Punkte am Ende auf dem Konto stehen, ist das auch alles vollkommen egal. Er sucht auf jeden Fall die nächste Möglichkeit. Wieder über Burnitsch. Auch hier scheint sich Sven Kopp ja, gut darauf eingestellt zu haben, was da mit Dennis auf ihn zukommt. Und auch wenn ich mich da wiederhole, so richtig gefährlich wurde es aus Regensburger Seite zwar noch nicht, aber vielleicht ist das jetzt ja tatsächlich mal die erste gute Möglichkeit. Lattenkreuz. Und dann haben wir sie gehabt. Die größte Chance dieses Spiels. Und die konnten wir auf Seiten der Regensburger finden. Wieder erwartend. Sei es drum. Es ist ja nichts passiert. Immer noch 0 zu 0, immer noch 35 Minuten zu gehen. Am Ende dann zum Glück nur in Anführungsstrichen ein Eckball. Und jetzt können wir uns auch wirklich nur auf das Nur einigen, denn dabei ist nichts rausgekommen. Nichts passiert. Durchatmen und weitermachen. Aber das wäre, und das muss man auch sagen, schon ein richtig schönes Tor geworden. So, jetzt vielleicht die Möglichkeit für Dennis. Schöner Ball in Lauf auf Tobias Mohr. Und wieder geht es um den 16er herum. Jetzt ist er mal drin, aber wieder fehlt das Glück. Also man hat das Gefühl, jedes Mal, wenn es so eine 50-50-Situation ist, wo geht der Ball denn dann auch wirklich hin? Ist er in diesem Spiel bisher irgendwie immer bei Regensburg? Mal schauen, ob sich das noch ändert in den verbleibenden 30 Minuten. Aber jetzt kommt erstmal wieder Regensburg. Über die rechte Seite. Über Opoku. Aber Dennis wieder hellwach in der Defensive. Lässt sich da nicht davon negativ beeinflussen, dass es gerade eben diese richtig gute Möglichkeit für Sven Kopp gab. Versucht weiterhin, natürlich, klar, als Tabellenzweiter gegen den 12. ist es auch nicht unbedingt schwer verwunderlich, auf den Sieg zu gehen, auf den Dreier zu gehen. Und wird dementsprechend dann jetzt gleich auch wechseln und wahrscheinlich auch ein bisschen was an der taktischen Ausrichtung machen. Da kommt im Moment im bisherigen Spielverlauf ein bisschen zu wenig offensiver Druck. Dementsprechend, ja, und das muss man auch sagen, nach dieser Riesenchance, die Regensburg jetzt gerade eben hatte, schon auch ein verdientes 0 zu 0, trotz natürlich der größeren Spielanteile auf Seiten des FCH. Und Regensburg, die scheinen nach der Chance hier so langsam offensiv Bock zu kriegen. Wieder der nächste Versuch, aber die müssen dann natürlich auch aufpassen, dass sie sich nicht auskontern lassen, wie in diesem Fall. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit und wieder ist es nichts. Scheint ein schwieriges Spiel für Dennis zu sein. Findet nicht so richtig zu seiner offensiven Power. Aber noch hat er ja den ein oder anderen Angriff, den er durchführen kann. So, dann bitte nicht mehr in Zukunft. Denn das gibt Regensburg die Möglichkeit zu kontern. Wo man kritisiert, muss man auch loben. Gut gemacht dann auch in der Defensive. Und den Fehler wieder gut gemacht. 10 Minuten noch auf der Uhr. Ballbesitzanteile sollten sich mittlerweile ausgeglichen haben. Denn Dennis kriegt es nicht mehr hin, sich so wie in Halbzeit 1 in der gegnerischen Hälfte festzusetzen.
Jetzt vielleicht nochmal in den 16er Überschnatterer! 1:0! Und das ist das, was ich euch die ganze Zeit erzähle. Ist eigentlich alles egal, wie das Spiel läuft. Wenn du dann das 1:0 machst, redet am Ende aber mal gar keiner mehr darüber. Die Riesenchance für Regensburg wie weggeblasen. Und jetzt natürlich dann auch taktisch die Möglichkeit, hier nochmal was zu tun. Die Pause hat er ja gefühlt schon vor 20, 30 Minuten angemeldet und irgendwie auch schon witzig. Die erste richtig gute Möglichkeit, die Dennis dann im Spiel hat, die erste richtig klare Möglichkeit, die nutzt er dann auch und das macht Spieler seiner Klasse dann auch ein bisschen aus. Klar kannst du die über ein Spiel weg beschäftigen, kannst sie vom eigenen Tor weghalten, so wie Sven Kopp das auch richtig gut gemacht hat bisher, aber kriegt er dann einmal die Möglichkeit, so in den 16er zu gehen und so den Abschluss zu finden. Dann klingelt es halt meistens. Bitter für Regensburg, stark natürlich für den FCH bei noch 5 verbleibenden Minuten. So ungefähr, sage ich jetzt mal, ich glaube 83. Spielminute, 84. sind wir gerade. Dann hoffen wir mal, dass das Ding jetzt über die Bühne geht. Wir den ersten Dreier des heutigen Abends mitnehmen und dann können wir auch, wenn das Spiel, ja, ich will jetzt nicht langweilig sagen, aber ein bisschen gesettelter war, mit einem guten Gefühl in den restlichen Abend starten. Und dann kommt natürlich gleich auch noch das Interview mit Dennis. Aber erstmal müssen wir jetzt diese Offensivaktion abwarten. Die klärt er auch wieder richtig gut und abgezockt. Und jetzt gibt es vielleicht nochmal die Möglichkeit, in die Offensive zu gehen. Aber das macht er auch smart. Ich habe das in der letzten Woche schon mal angesprochen. Das sind so ein bisschen die Unterschiede zum Anfang der Saison. Das erkläre ich euch gleich nochmal, wenn der Angriff hier durch ist. Über Thiel, über die linke Seite. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, das zu Ende zu führen. Also es macht so ein bisschen den Unterschied auch aus zum Anfang dieser Saison, wo Dennis, aber auch andere unserer Spieler dann ja vielleicht ein bisschen zu hastig in die Offensive gegangen sind. Da sind sie dann doch jetzt ein bisschen weitsichtiger, vor allem was die Zeit angeht, spielen dann lieber doch nochmal ein bisschen hintenrum und gehen dann nicht unbedingt aufs 2:0, wenn du ja schon 1:0 führst. Da geht es dann eher darum, das 1:0 zu festigen, anstatt es auszubauen. Und so gewinnst du dann am Ende so ein Spiel mit 1:0. Aufgrund der ersten Halbzeit verdient. Da wird jeder beim FCH mit leben können. Auf Regensburger Seite sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Ich gehe jetzt mal zu den Jungs rein und dann hören wir uns mal an, was Dennis jetzt zu sagen hat. Dennis, 1:0 im ersten Spiel des heutigen Abends. Erstmal Glückwunsch. Dann die Frage, das sah so ein bisschen gequält aus, die 90 Minuten über. Woran lag's? Also der hat sich eigentlich 90 Minuten hinten reingestellt. Vorne hatte der, glaube ich, eine Chance an die Latte. Aber sonst kam von dem nichts und dann stand er da mit seiner Mauer und dann hatte ich einmal die Gelegenheit durchzupassen und das konnte ich dann zum Glück auch nutzen. Eine Sache ist mir aufgefallen, gerade gegen Ende des Spiels, vor allem nach dem 1:0, auch im Vergleich zum Anfang der Saison, so zumindest mein Eindruck, da spielen wir jetzt ein bisschen weitsichtiger, nicht unbedingt aufs 2:0, sondern eher auch mit dem Gedanken, dann wirklich die 3 Punkte zu holen. Siehst du das auch so, dass unser Team vielleicht diesbezüglich auch ein bisschen gereift ist? Ja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt, also ich bin ja auch nochmal durch gewesen in der 90. Minute, aber da gehen wir auch nicht mehr aufs Tor. Falls wir das verkacken sollten, dann hat der Gegner nochmal vielleicht eine Möglichkeit, dann gehen wir lieber auf die Außen und sichern uns den sicheren Sieg. Schon eine Entwicklung in der Saison, die vielleicht dann auch für den späteren Saisonverlauf nochmal wichtig werden könnte, oder? Genau, auf jeden Fall. Gut, dann sage ich danke, Glückwunsch nochmal zum ersten Sieg des heutigen Abends und wir machen dann gleich weiter mit unserem zweiten Spiel auf der Xbox.
Sunday with the TV and lasagna. I'm the Bill Montage, turn like a katana. Do it for the kids, and you do it for the honeys, for a little bit of this and a little bit of money. My old friends, they be criticizing. She really changed who the think she is, why she got no wedding ring. Even the good ones, they always say, when you gon' give up, live the right way. Like, why you gotta go and do me like that? Why you never ever call me right back? Cause I was born for this and I would sacrifice you like the kid in the glasses from Lord of the Flies, boo. All the places that I wanted, all the friends that I forgot, tell me. Hunting over that line like, oh, she got a movement. Like she got a Megan, please, how she do it? Can she do it like a how she move it? Like the hood centerpiece, she in the movie. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. She could get that meat plus fries. You the shake, you the thing I'm trying to supersize. Jiggy jiggy, heavy heavy. Baby, do you love me? Honey's looking at me like hop in the line. Rock your body, don't stop. Okay, yeah, we see you. No perm, they press. Oh yeah, he peep you. Thought y'all poke it out like, oh, we see you. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. How you talk about the vibes and your names? Killjoy, bump, get money, that's the weed's decoy. Get played by one, now we too bold. That pointless bluffing won't make you grow. But I'm attracted to bad things, that's a habit. Big brick for a beard, only way to way I talk my stuff, it gets tragic. This not a one-time thing, you silly rabbit. Cause we type tough in tools. Doubles make me comfortable, plus a little fool. After loving you, I'm starving. Get the out, Pam, I'm Martin. Turns your cousins in the fans when they were supposed to be the lookout. Get sweeter, fam, I got invited to your cookout while I'm starting things at his house. Won't say too much, but he the one with that big mouth. Cause he said, miss, your taste is my suitor. You hating, you losing. He can't stand me choosing. Big clout inside too, man. Said the whole hood be on go like the VG though. Miss, don't act like you know more than me because you don't. Miss, you can't be dumb and broke. Hope you know, baby. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. Thank you.
Und weiter geht's mit unserem zweiten Spiel. Dieses Mal dann, wie gerade eben angekündigt und eigentlich auch wie immer, auf der Xbox. Danny Mutic, ihr seht ihn schon unten im Screen, ist am Start, spielt das Einzel gegen Leon Lödel. Und weil es uns gerade eben Glück gebracht hat, hau ich jetzt einfach mal die Facts vorm Spiel auch schon raus. Leon, 25 Tore, 4 Siege. Und wiederum klingt das jetzt nicht allzu überragend, aber aus den letzten 5 Spielen auch nur 1 verloren. Auf der anderen Seite, Danny, 30 Tore, 12 Siege. Und jetzt wird es nochmal richtig interessant, da kann man dann auch schon mal ein Lob aussprechen. Weekend League, 30-0, 10. Bester der Welt. Die letzten 4 Spiele, 4 Siege und eine Tordifferenz von 11-1. Tja, das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber wir wissen ja auch, von dem, was mal war, kann man sich auch nichts kaufen. Dementsprechend zählen jetzt die nächsten 90 Minuten bzw. die nächsten 2x6 Minuten. Es ist alles so, wie es gerade eben auch war. Der FCH in Blau, Regensburg stößt in Weiß und Rot an und spielt von links nach rechts. Mal gucken, ob es auch mit dem zweiten Dreier am 19. Spieltag klappt. Lödel kommt jetzt zum ersten Mal über die rechte Seite und Danny muss direkt wach sein. Und das sieht man jetzt hier auch direkt schon im Spiel, anders als Sven Kopp, der gerade eben durchgängig mit einer Fünferkette gespielt hat, ist es bei Lödel die Viererkette und es sieht mir nach dem klassischen 4-4-2 aus, also alles ein bisschen offensiver. Ich denke mal, beziehungsweise ich sag's mal so, dem Spiel wird es auf jeden Fall gut tun. Hoffentlich dann auch dem FCH und Danny. Vielleicht kann er mit ein bisschen mehr Platz in der Offensive dann auch ein bisschen mehr in Richtung Tor auswirken. Die erste gute Möglichkeit könnte es dann jetzt direkt geben. Die ersten 10 Minuten sehen auf jeden Fall schon mal spannender aus als das, was wir gerade eben gesehen haben. Um den 16er herum, Doppelpass wird da versucht, aber funktioniert nicht. Und jetzt hat Lödel da mal ein bisschen Platz, über die rechte Seite zu kommen. Aber auch hier sieht es eigentlich ähnlich aus wie bei Dennis gerade eben. In der Defensive stehen die Jungs echt stabil bisher an diesem Spieltag. Klar, ist das Fundament für ein erfolgreiches Spiel und dementsprechend natürlich eine super Sache. Vielleicht klappt es dann jetzt auch in der Offensive ein bisschen früher, beziehungsweise ein bisschen besser. Dafür muss er erstmal in den 16er kommen, aber auch hier scheint Regensburg das ganz solide zu machen, auch wenn es keine Fünferkette ist, sondern nur die Viererkette. Schnatterer in den 16er zu Schöppner. Naja gut, der ist halt nicht der Torgefährlichste, auch in FIFA jetzt nicht unbedingt. Aber sei es drum, Ballbesitz bleibt trotzdem weiterhin beim FCH. Und der kommt schon wieder. Schöner Ball auf Maximilian Thiel in den 16er. Und fast ins Tor. Tja, was soll ich sagen? Die ersten 20 Minuten sind gespielt. Es steht noch 0-0. Und wir sehen eigentlich ein ausgeglichenes Spiel mit bisher ja, ganz guten Ansätzen. Eine kleine Chance gab es schon für Danny, für den FCH. Ich will euch nichts vormachen. Das macht jetzt schon mehr Spaß als das erste Spiel, was wir gerade eben mit 1-0 gewonnen haben. Nicht, weil wir gerade eben gewonnen haben, sondern einfach weil mehr Spielwitz drin ist, weil die Regensburger auch nicht so mauern und dementsprechend vielleicht jetzt auch die nächste Chance für den FCH zulassen über Tobias Mohr und da ist es, das 1-0 für den FCH, das 1-0 für Danny Mutic und das spielt ihm natürlich in die Karten, klar, keine Frage und das war auch wieder gut gemacht, da dreht er sich vom Spieler weg. Da hat er ein bisschen Platz, sucht den Abschluss und aus so einer Distanz ist das dann natürlich auch ganz, ganz schwer zu halten. Dementsprechend kann sich Regensburg da
abgesehen von der Entstehung des Tors, den direkten Abschluss dann, glaube ich, kaum Vorwürfe machen. Aber Regensburg kommt direkt in der Offensive. Fehlt ein bisschen das Glück, Abstoß für den FCA. Vielleicht die Möglichkeit, über die Außenseite zu kommen. Da ist schon wieder ein bisschen viel Platz aus Regensburger Sicht. Und wieder ist es Tobi Mohr. Vielleicht jetzt der Doppelpass rein in den 16er und wieder rein ins Tor. 2:0. Doppelpack Tobias Mohr. Und man muss schon sagen, Danny im Moment phänomenal aufgelegt. Und es zeigt der halt nicht nur in der Weekend League. Wie gesagt, ich habe das 30-0 und die Top-10-Platzierung der Welt angesprochen. Das zeigt er auch hier in der Virtual Bundesliga. Und es ist schon richtig, richtig gutes FIFA, vor allem in der Offensive, dass er da im Moment und auch in den letzten vergangenen Wochen auf den virtuellen Rasen zaubert. Hier wieder gut abgelaufen, dementsprechend der Ballbesitz beim FCH. Auffällig bei den Regensburgern, wenn was in der Offensive geht, dann geht es über die rechte Seite. Aber ja, darauf scheint sich Danny auch ganz gut eingestellt zu haben. 40 Minuten jetzt gleich gespielt, der nächste Angriff des FCH. Über Burnic, Schnatterer, schöner Doppelpass, nochmal in den 16er Querlatte, Thiel, nächster Abschluss, nächste richtig gute Chance. Dieses Mal bloß mit einem anderen Ausgang, nicht das 3:0. Sehr, sehr viel Glück in dieser Situation für Regensburg, vor allem wenn das jetzt kein Abseits ist, ist das die Riesenmöglichkeit auf das 1:2. Das machen sie dann abgebrüht und das ist natürlich doppelt bitter jetzt für Danny. Macht da fast das 3:0 und dann im direkten Gegenzug das 1:2. So holst du einen Leon Lödl natürlich zurück ins Spiel. Besonders bitter in der Entstehung, soll aber natürlich nicht das mindern, was Danny hier bisher sehr, sehr gut gemacht hat. Und das sollte er jetzt auch nicht in seinen Kopf reinlassen. Einfach so weiterspielen, wie er es gerade gemacht hat. Vor allem in der Offensive. Dann nimmt das Ding hier für den FCH auch einen guten Ausgang, denke ich. Nächste Chance für Regensburg, aber dieses Mal ist Danny da, schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf. Vielleicht kommt die Halbzeitpause jetzt auch zu einem guten Zeitpunkt. Ballbesitz spricht für den FCH, mehr Zweikämpfe gewonnen. Passgenauigkeit höher, also der Eindruck der ersten Halbzeit bestätigt sich auch in den Statistiken. Insofern bin ich gespannt, aber auch guter Dinge, was dann gleich in Halbzeit 2 passiert. Nach einer kurzen Pause darf es dann auch losgehen und zwar genau jetzt. Anstoß für den FCH und da kommt Danny mir dann zuvor, nimmt nochmal die Pause kurz. Kriegt er vielleicht auch noch so den ein oder anderen Tipp von seinen Kollegen, bespricht sich dann auch nochmal. Und klar ist es jetzt eine wichtige Phase in diesem Spiel.
wenn du 3:0 in Führung gehen kannst und dann steht es auf einmal 1:2, vielleicht macht es dann auch ein bisschen was mit dem Kopf. Insofern, wie gerade eben schon gesagt, ich glaube, der Pausenpfiff, der kam dann zu einem guten Zeitpunkt für den FCH. Und jetzt muss Danny einfach, das klingt immer komisch, aber zu seinen Tugenden zurückfinden und dementsprechend einfach jetzt hier in der Offensive weiter so performen, wie er es gerade eben auch gemacht hat. Regensburg kommt über Hain, über die rechte Seite. Sempelin, so heißt er. Und weg ist der Ball. Gegenangriff für den FCH? Fragezeichen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, aber das wäre natürlich ein phänomenaler Pass gewesen, wenn der durchkommt. Dem ist nicht so, deswegen jetzt erstmal wieder Obacht in der Defensivarbeit. Regensburg schon an der 16er Kante der Heidenheimer. Ersten 10 Minuten von Halbzeit 2 sind schon wieder durch. Regensburg kommt mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein nach diesem 1:2. Das merkt man. Dementsprechend wichtig jetzt die ersten Minuten hier mal zu überstehen, auch mal ein bisschen für defensive Entlastung sorgen. So wie in diesen Momenten jetzt. Denn irgendwann, und darüber müssen wir uns auch nicht unterhalten, kommt halt der Moment, in dem Regensburg aufmacht. Und dann kann Danny sein Spiel noch besser ausspielen. Deswegen jetzt dann, wenn möglich, nicht das 2:2 fangen, bitte. Es könnte tatsächlich die zweite Niederlage für Löwel in den letzten 6 Spielen werden. Und kaum sage ich's, wieder mal so ein richtig wildes Ding. 2:2. Ich will nicht sagen, dass es sich angedeutet hat, aber Regensburg ist schon durchaus besser aus der Kabine gekommen. Das 0:2 und die gute Ausgangslage für Danny Mutic erstmal AD, passé. Aber wenn wir mal was gut sehen wollen, daran, dass es noch 25 Minuten Spielzeit gibt, in denen er hier die 3 Punkte noch einfahren kann. Und da sehen wir natürlich auch mal, in FIFA darf man sich nie zu sicher sein. Also Mitte der ersten Halbzeit hätte ich nie im Leben daran gedacht, dass Danny hier irgendwie das Ding noch verliert. Dann kriegst du unglücklich das 1:2 und jetzt halt eben das 2:2. Jetzt muss er vor allem in der Offensive mal wieder was machen, da bisher in Halbzeit 2 noch gar nichts zu sehen. Aber ähnlich wie auch bei Dennis ist es halt eben bei Danny auch so, wenn der jetzt eine Chance kriegt, dann macht er sie eigentlich fast immer rein. Also kein Grund für ihn oder für euch vor dem Bildschirm nervös zu werden. Jetzt ist er mal wieder im 16er, vielleicht mit Schnatterer nochmal schön zurückgelegt. Und der kommt nicht so an, wie er sich den vorgestellt hat. Da denkt Lödel mit. War wichtig, sonst wäre Schnatterer blank gewesen. Aber jetzt sieht das hier alles so ein bisschen mehr wieder danach aus, was wir in Halbzeit 1 gesehen haben. Nächste Möglichkeit über Schnatterer Abschluss. 3:2. Mal volles Risiko gegangen. Das war richtig gut gemacht. Und man muss aber auch sagen, das Stellungsspiel des Torwarts in dieser Situation vielleicht nicht zu 100% gut, sage ich mal so. Insofern, ja, steht es jetzt 3:2. Und ich glaube nicht, dass Danny sich eine Führung innerhalb eines Spiels mit seiner aktuellen Form zweimal aus der Hand nehmen lässt. Jetzt erstmal die Möglichkeit zu wechseln. Weiß ich gar nicht, ob er da unbedingt wechseln muss. Ja, Pick geht raus, Leipertz kommt rein. Auch Sessa kriegt seine Minuten. Raus geht dafür Thiel. Oder besser gesagt Burnitsch. Und auch Juli Stark kommt
kommt auf den Platz, dafür Schöppi jetzt raus. Die 72. Spielminute, also das 3:2 jetzt für Danny. Jetzt gilt es noch 15 Minuten zu überstehen. Und dann haben wir den Spieltagssieg am 19. Spieltag tatsächlich schon eingetütet. Auch aufgrund der wirklich dominanten ersten Halbzeit. Und muss ich schon sagen, auch jetzt das 3:2 für mich verdient. Jetzt gilt es halt, das Ding über die Bühne zu bringen. Da haben wir gerade eben mit Dennis im Interview ja auch schon mal drüber gesprochen, eine gewisse Reife an den Tag zu legen, vielleicht auch in gewissen Situationen. Und vielleicht kann er jetzt ja sogar noch das 4:2 nachlegen. Das wird das Schauen für uns ein bisschen entspannter machen. Übrigens, für alle, die zum ersten Mal dabei sind heute, wenn ihr Fragen habt, haut sie einfach ruhig in den Chat rein. Gleich nach dem Spiel natürlich direkt das Interview mit Danny. Dementsprechend mal die Möglichkeit für euch, ihn auch was zu fragen, auch direkt nach dem Spiel vielleicht taktische Fragen zu stellen. Da geht er natürlich dann gleich sehr gerne drauf ein. Aber schauen wir jetzt nochmal auf die letzten 10 Minuten und diese Offensivaktion des FCH, die dann aber eher abrupt zu Ende geht und Regensburg die Möglichkeit gibt, hier auf den Ausgleich zu gehen. Pause angemeldet von Lödel. Klar, jetzt kommen wir in diese Situation, die ich euch das ein oder andere Mal auch erzähle. Klar, wenn er jetzt nochmal zum Wechsel kommt, dann wird es hier in die volle Offensive gehen. Dann hat er nichts mehr zu verlieren. Deswegen jetzt nochmal aufgepasst und nicht solche komischen Fehler wie gerade eben von Danny, bitte. So muss man das machen. Gut aufgepasst. Wenn er es jetzt schlau runterspielt, dann kommt Lödel nicht mehr an den Ball. Aber so ist es in dieser Situation eben nicht. Er macht es wieder gut mit dieser Aktion. Also trotz der beiden Gegentore muss man schon sagen, sowohl Danny jetzt als auch Dennis gerade eben spielen in der Defensive heute wirklich einen richtig guten Ball. Eine Minute Nachspielzeit. Nochmal die letzte Möglichkeit für Regensburg. Schön in die Mitte rübergelegt, Abschluss gesucht, aber Danny ist da und jetzt ist er sich sicher, der Drops ist gelutscht. Das ist das 3:2 für Heidenheim und dementsprechend der 6. Punkt am heutigen Abend und weiterführend daraus der Spieltagssieg. Mal schauen, wie sehr er sich dann im Interview gleich darüber freut. Danny, zweiter Sieg am heutigen Abend. Du gewinnst mit 3:2 gegen Leon. War dann am Ende doch nicht ganz so einfach, wie es zwischenzeitlich in Halbzeit 1 aussah. Woran lag es? War es vielleicht auch so ein bisschen Kopfsache nach diesem unglücklichen 1:2 kurz vor der Halbzeit? Ja, auf jeden Fall Kopfsache, weil in meinen Augen hat der ja nichts gemacht und hat dann 2:1 gemacht in der ersten Halbzeit. Dann glücklich mit dem 2:2 und klar geht das an den Kopf, mir was vor, ey, vielleicht doch unentschieden und dann wäre das unverdient gewesen. Aber Gott sei Dank habe ich das Ganze noch über die Zeit retten können und 3 Punkte sind 3 Punkte. In welcher Höhe dann ich hätte gewinnen müssen oder können, ist egal. Ja, du sagst es schon, also ich glaube am Ende spricht keiner mehr darüber, wie das Spiel gewonnen wurde, sondern nur, dass es gewonnen wird. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zum Glück vielleicht auch in so einer Situation. Also an manchen Spieltagen in dieser Saison hatten wir schon echt
ja, ziemlich viel Pech. Vielleicht kommt es ja an diesem Abend, an diesem Spieltag zurück. Denn, du hast es ja selber auch genau, schon angesprochen. Genau, also jetzt gerade in diesem Spiel zum Beispiel habe ich eine Chance gehabt zum 3-0, wo der Ball von Thiel an die Latte geht, weil er eine komische Schussanimation gemacht hat. Und im Gegenzug kassiert dann quasi das 2-1 und das 2-2. Da habe ich dann wirklich gedacht, okay, das Glück ist wieder nicht auf unserer Seite. Aber ja, Gott sei Dank habe ich es jetzt errichten können. Ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Spielen, wir haben ja noch einige vor uns heute, dass wir da ein bisschen mehr Glück haben. Und ja, hoffentlich geht es so weiter. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Jetzt folgt gleich noch das Doppel gegen Regensburg. Ja. Und was danach folgt, sprich das Spiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth und natürlich das Spitzenspiel gegen RB Leipzig, das erfahrt ihr dann gleich, wenn es aus meiner Kommentatorenbox weitergeht. Ja. She do it like a how she move it, like the hood.
little centipede, she in the meat. Yeah, work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. You wish you could get that beat plus fries. You the shake, you the thing, I'm trying to supersize. Jiggy jiggy, heavy heavy, baby do you love me? Honey's looking at me like hop in the line. Rock your body, don't stop, okay. Yeah, we see you, no perm, they press. Oh yeah, he peep you, thigh, y'all poke it out like, oh, we see you. We can work it out, you a vibe, I like your style. Your body calling out, bump that talk, come to my house. We can work it out, you a vibe, I like your style. Your body calling out. Talk, come to my house. Yeah. How you talk about the vibes and get names? Killjoy, bump, get money, that's the weed decoy. Get played by one, now we too bold. That pointless bluffing won't make you grow. But I'm attracted to bad things, that's a habit. Big prick for a beard, only way to way I talk my stuff, it gets tragic. It's not a one-time thing, you silly rabbit. Cause we type tough in tools, doubles make me comfortable. Plus a little fool, after loving you, I'm starving. Get the out cam, I'm Martin, turn your cousins in the fans when they were supposed to be the lookout. Get sweeter fam, I got invited to your cookout while I'm starting things at his house. Won't say too much, but he the one with that big mouth. Cause he said, miss, your taste is my suitor. You hating, you losing, you can't stay me choosing. Big clout inside too, man. Said the whole hood be on go like the BG though. Miss, don't act like you know more than me because you don't. Miss, you can't be dumb and broke. Hope you know, baby. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. No pain. Und weiter darf's gehen mit dem Spieltagssieg schon mal im Rücken. Jetzt also ins Doppel Dennis Müller und Sertinio, der übrigens auch in der Weekend League 30-0 sich gegönnt hat. Top 64 der Welt. Wir spielen gegen Johannes, Empel und Sven Kopp. Und den Sven, den kennen wir ja noch aus dem ersten Spiel, dass Dennis schon mit 1-0 gewinnen konnte. Bin ich mal gespannt, also vor allem in dem ersten Spiel, in dem ja auch Sven und Dennis gegeneinander gespielt haben, da hat Sven mit der Fünferkette gespielt und schon ziemlich krass gemauert eigentlich. Und am Ende so ein bisschen die Quittung dafür gekriegt, weil Dennis halt noch das späte Tor gemacht hat. Bin ich mal gespannt, mit welcher Strategie sie es jetzt hier angehen, ob sie es ein bisschen offensiver spielen, weil sie halt sagen, okay, wenigstens einen Dreier wollen wir gegen den FCH mitnehmen. Bin ich mal gespannt. Der erste Blick sieht so ein bisschen nach einem 4-4-2 aus. Aber das ist für uns alles gar nicht so interessant. Denn was interessant ist, was wichtig ist, ist nicht das, was die Gegner machen, sondern das, was unser FCH macht, beziehungsweise in diesem Fall Dennis und Sertinio, die jetzt auch zum ersten Mal in Ballbesitz kommen. Für die, die gerade eben erst dazugekommen sind, der FCH in Blau, Regensburg in Weiß und Rot, so wie schon den gesamten Abend über. So ein Steilpass schön gemacht auf Tobi Mohr. Tja, und das erfolgreichste Doppel der Liga sucht nach dem nächsten Dreier. Und vielleicht klappt es jetzt schon direkt, der erste Abschluss von Schöppner. Abseitsposition jetzt von Mohr. Und jetzt gibt es dann Abstoß. Oder Freistoß. Ich glaube, er hat einfach Abstoß gerade gepfiffen. Ich habe die Geste des Linienrichters da wohl ein bisschen falsch gedeutet. Schön direkt die Balleroberung. Kopfball dann ein bisschen zu ungenau. Regensburg kommt über die rechte Seite in den 16er. Aber auch hier passt der FCH auf. Zieht sich so ein bisschen durchs Spiel, beziehungsweise durch den Spieltag, dass der FCH bisher in der Defensive sehr, sehr gut steht. Und in der Offensive dann halt seine Chancen nutzt. Das sind so Spiele, die machen dann
eine gute Mannschaft halt auch aus. Auch mal mit einem Torunterschied gewinnen, auch mal knapp gewinnen. Vielleicht jetzt die nächste Möglichkeit, schöner Pass an die Grundlinie, schon im 16er über Schnatterer und Mohr, der gerade eben auch schon zwei Tore gemacht hat. Immer noch Tobias Mohr, Abschluss 1-0. Richtig gut gemacht. Und dann darf es auch direkt weitergehen. Keine Wiederholung, kein Jubel. 15 Minuten sind gespielt. Und der FCH führt mit 1-0 und hat Stand jetzt den Spieltag mit 9-0 abgeschlossen. Aber lassen wir uns mal überraschen, was da noch so kommt. Erstmal spielen sie da jetzt hinten rum. Klar, es gilt jetzt das Gleiche wie in jedem Spiel. Das gilt auch nicht nur für FIFA, das gilt wahrscheinlich für jede Sportart auf der Welt. Wenn du in Führung gehst, dann macht es halt das Spiel ein bisschen einfacher für dich. Und ich bin auch mal gespannt, wie Regensburg dann jetzt im Verlauf der weiteren Partie auf diese 0-1 über dieses... Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen wegen dieser Chance, wie denn Regensburg auf dieses frühe 0-1 reagiert. So, jetzt haben wir es auch dann auf den Punkt gebracht. In der Offensive muss da jetzt auf jeden Fall ein bisschen was kommen von den Rot-Weißen. Jetzt mal im 16er probieren. Da wollte ich schon sagen, und schon ist der Ball weg. Ist immer noch nicht der Fall, aber jetzt die Möglichkeit dann gleichbedeutend vielleicht auch für unsere beiden Jungs zu kontern. Minuten sind rum. Verdiente Führung für den FCH. Und vielleicht dann jetzt gleich die nächste Möglichkeit auf ein Tor. Schauen wir mal, was sie aus diesem Angriff machen können. Ja, eine interessante Variante, die haben wir gerade eben im ersten Spiel von Dennis auch schon mal gesehen. Von außen zieht er da rein und will den Ball in den Lauf seitlich versetzt zum Tor spielen. Eigentlich gar nicht so schlecht, aber beide Male passen da die Regensburger auf. Kommen wir zu Baheister. Wehling, der schließt ab und in der 35. Spielminute darf Regensburg in diesem Doppel dann auch mal den ersten Torschuss verbuchen. Kann man jetzt von halten, was man will. Abseits, gepfiffen vom Schiedsrichter übrigens. Regensburg im 16er. Erster Eckball der Partie. Den gibt's für die Hausherren. Spielen die kurze Variante. Was erzähle ich da? Spielen lang. Eicher muss aufpassen. Jetzt gibt es vielleicht die Möglichkeit zu kontern, aber Bonic kommt nicht ganz ran. Gut gemacht, da kein Eckball. Regensburg weit aufgerückt, vielleicht jetzt die Möglichkeit auf den Konter, aber auch da ein bisschen zu ungenau. Aber gleichbedeutend dann wieder eine gute Defensivaktion, die den Fehler wieder gut macht. Und jetzt könnte es richtig gefährlich werden über Schnatterer, der legt auf die Seite zu Pick, der ist jetzt schon im 16er. Und das ist dann jetzt auch der erste Eckball in diesem Spiel für den FCH. Mal gucken, was nach einem Standard geht. Kurz ausgeführt, ist ja eigentlich in FIFA die klassische Variante. Schnatterer zu Teuerkauf und nochmal zurück zu Mohr. Letzter Angriff in dieser Halbzeit sollte dem FCH gehören. Spielen den Ball jetzt ganz entspannt um den 16er herum. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Eine Minute Nachspielzeit. Der
Pass kommt nicht so an, wie er sich den vorgestellt hat. Vielleicht nochmal die Möglichkeit jetzt für Regensburg, aber Eicher passt auf, beziehungsweise die Jungs passen auf. Und jetzt geht's in die Halbzeit. 1:0 steht's. Und der FCA macht ein grundsolides Spiel, führt verdient. Insofern können wir uns auf Durchgang Nummer 2 freuen. Weiter geht's mit Halbzeit 2 und weiter geht's dann hoffentlich jetzt auch mit schönen Offensivaktionen des FCH, die ihr dann übrigens auch im nächsten Spiel sehen könnt gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das dann aber nicht bei uns auf dem Kanal, sondern auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Virtual Bundesliga. Was es dann wieder bei uns zu sehen gibt, ist das Spitzenspiel dieser virtuellen Bundesliga. Dieser Division Südost, die da lautet RB Leipzig gegen den ersten FC Heidenheim. Los geht's da um 21.30 Uhr. Falls ihr also noch ein schönes Abendprogramm sucht, dann solltet ihr da auf jeden Fall einschalten. Soweit ich weiß, hat der FCH da noch eine kleine Rechnung auf mit den Tabellenersten. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir den Sieg hier gegen Regensburg einfahren. Die kommen nämlich schon wieder in den 16er rein, vertändeln da aber ein bisschen und jetzt ist die Kugel dann weg. Wichtig. Jetzt den Ballbesitz vielleicht dann auch in die nächste Torchance umzumünzen. Ball versucht da durchzustecken auf Pick. Eine schöne Idee eigentlich. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt wird es vielleicht richtig gefährlich, aber ganz wichtig da, dass sie den Spieler noch abdrängen und dazu dann nötig nochmal hintenrum zu spielen. Das Ding ist immer noch heiß. Vielleicht abseits. Tor zählt nicht. Abseitsposition der FCH, so ein bisschen im Glück, aber wichtig auch vorher, dass sie da den Regensburger Spieler so ein bisschen zur Seite abdrängen, da direkt in den Zweikämpfen sind, sonst wäre der blank auf Eicher zugegangen und dann würde es hier wahrscheinlich tatsächlich 1:1 stehen. So vielleicht im Gegenzug die Möglichkeit für den FCH auf 2:0 zu stellen, Mohr schon im 16er, aber auch hier ein Regensburger dazwischen. 30 Minuten noch, so in etwa, plus Nachspielzeit zu gehen. Das könnte nochmal spannend werden, wenn die Regensburger so weiterspielen. Die scheinen so ein bisschen besser ins Spiel zu finden, jetzt ein bisschen mehr Risiko zu gehen, auch in der Offensive. Das ist das, was mir den gesamten Spieltag von ihnen gefehlt hat. Vielleicht werden sie es dann am Ende auch bereuen, dass sie vor allem in Spiel 1 gemauert haben, dass sie halt nicht selber die Initiative ergriffen haben. So könnte es halt sein, dass sie mit 0 Punkten aus diesem Spieltag rausgehen. Aber wie gesagt, in unserer Position soll man sich dann natürlich auch nicht beschweren, solange dann die nächsten 20 Minuten für uns auch weiterhin positiv verlaufen. Nächster Ballgewinn des FCH, natürlich jetzt auch wichtig, die Ballbesitzphasen möglichst lang zu halten. So wie in dieser Situation sollte es dann tunlichst nicht laufen. Aber auch hier. Jetzt zeigt sich das, was sich, wie gesagt, den ganzen Spieltag schon andeutet oder zeigt. Der FCH wach in der Defensive, das war jetzt mal schön gemacht. Auch hier offensiv an der Außenlinie entlang. Foulspiel.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob es von da auch eine Variante gibt oder ob der kurz ausgeführt wird. Zunächst will Regensburg ein bisschen was ändern. Gibt natürlich auch unseren Jungs die Möglichkeit, da umzustellen. Mohr geht raus. Leipertz dafür rein. Und Judi Stark könnte jetzt kommen. Oder ist es der neue Mann, Tim Kleindienst, der zu seinem nächsten Einsatz auf dem virtuellen Rasen kommt? Nee, gleicher Wechsel wie gerade eben. Bonitsch raus, Stark rein. Doppelwechsel. Und jetzt sind es dann noch 18 Minuten bei eigenem Ballbesitz. Und einem Freistoß bis zum 9-Punkte-Spieltag. Sieht nach einer Variante aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir gleich was ganz Besonderes sehen. Kurze Variante. Tja, dann doch viel Wirbel um nichts im Endeffekt. Kurz ausgeführt das Ding, Ballbesitz weiterhin für den FCH, nochmal hinten rum gespielt. Und dann ist das Ding auch wieder weg. Und schon sage ich es, ist er wieder da und es gibt die nächste Offensivmöglichkeit über Schnatterer, der nochmal zurück zu Teuerkauf. Oh, das war gut gemacht auf Schöppner in den 16er zu Pick. Jetzt das Glück da auf Thiel, aber der bringt das Ding nicht unter. Mensch, da haben wir einmal Glück im 16er und er springt zu einem unserer Spieler und dann. Ja, vielleicht so ein bisschen überraschend, vielleicht auch für die Jungs, dass sie da so blank zum Abschluss kommen. Jetzt müssen sie auf der Gegenseite aufpassen, dass es jetzt nicht klingelt zum Ausgleich. So ein Ding hatten wir ja gerade eben schon mal, die Riesenmöglichkeit und dann der Gegentreffer in dieser Situation dann zum Glück nicht. Man merkt jetzt, Regensburg macht auf, geht in die Alles-oder-Nichts-Option. Das gibt natürlich viel Raum und dann dementsprechend wahrscheinlich auch noch die ein oder andere schöne Möglichkeit, so wie die über Leipertz, immer noch Leipertz, der zurück zu Thiel, alles schon im 16er, nochmal zurückgelegt und das war ein unnötiger Ballverlust. Jetzt wird es vielleicht gefährlich, 3 gegen 5, wichtig, dass Tauerkauf da mit der Grätsche dazwischen ist. Spiel wird jetzt nochmal so ein bisschen hektischer in diesen letzten 5 Minuten. Schmeckt den Regensburgern wahrscheinlich besser als den Heidenheimern. Doppelpassversuch zwischen Leipertz und Thiel funktioniert nicht, ist aber kein Problem, denn der Ballbesitz bleibt weiterhin im Besitz des FCH. Die jetzt über die rechte Seite kommen, nochmal über Thiel. Holt den Einwurf raus. Das sind natürlich jetzt alles Sekunden und jetzt kommt das zum Tragen, was ich gerade eben mit Dennis besprochen habe. Irgendwann bist du halt auch weit genug als Mannschaft, um das Ding dann vielleicht auch einfach mal nach Hause zu fahren und die 9 Punkte mitzunehmen. Und genau so sieht's bei den Jungs jetzt gerade aus, die jetzt nochmal über die rechte Seite kommen. Wenn der in die Mitte kommt, dann ist das die Mega-Chance für Thiel. Und jetzt ist es mal wieder eine ganz wilde FIFA-Geschichte hier, dass das Ding am Ende nicht drin ist. Noch ein letzter Angriff vielleicht für Regensburg so nicht. Und damit sage ich herzlichen Glückwunsch, Jungs, zum verdienten 1:0-Sieg und dementsprechend den 9 Punkten am 19. Spieltag gegen Regensburg. Tja, ich bin gespannt, wie Sie es im Interview sehen und freue mich drauf. Jungs, wer von euch will anfangen? Erstmal die erste Frage, denn dem kann ich dann auch direkt mal gratulieren. Gutes Spiel gemacht, 1:0 gewonnen und die 9 Punkte mitgenommen. Wie seht ihr es? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten wieder ein bisschen Probleme, ins Spiel reinzukommen. Man muss sagen, die Ringsburg haben das auch sehr gut gemacht.
Wir standen hinten eigentlich recht solide, haben kaum was zugelassen und vorne haben wir unsere Chancen nicht einfach genutzt, wodurch es dann einfach spannend wurde, was sehr unnötig war. Aber nichtsdestotrotz, gewonnen, 3 Punkte mitgenommen, insgesamt 9, schmeckt. Ja, dann guten Appetit. Dankeschön. Nächste Frage vielleicht an dich, Dennis. Der Eindruck über den gesamten Spieltag, dass wir in der Defensive sehr stark standen, was der Tino jetzt gerade eben auch schon gesagt hat, war in deinem Einzel so, gerade eben bei Danny auch und jetzt im Doppel wieder, macht einen ganz guten Eindruck, was wir da vor allem hinten drin spielen, oder? Wie siehst du das? Hinten stehen wir auf jeden Fall sehr kompakt und ich glaube, wir haben auch mit die wenigsten Gegentore in der Liga. Das bestätigt natürlich auch unsere Defensive. Nur noch vorne können wir ein bisschen mehr anstellen. Tja, dafür gibt es dann ja im nächsten Spiel die Möglichkeit gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth vielleicht. Genau. Ein kurzer Vorblick, was erwartet ihr bei den Jungs? Die stehen nicht umsonst da oben in der Nähe von uns. Und deswegen wird es auf jeden Fall ein 50-50 Spiel in allen 3 Partien. Deswegen hoffen wir, dass wir so viele Punkte wie möglich einfahren können. Tja, dann bin ich mal gespannt, was wir gleich sehen. Ich drücke dann natürlich auch die Daumen und wenn ihr auch die Daumen drücken wollt und das Spiel schauen wollt, dann wechselt ihr jetzt gleich auf den offiziellen Kanal der Virtual Bundesliga. Das nächste Ding ist nämlich ein Featured Match. Fiebert mit, chattet mit und weiter geht's dann bei uns auf dem Kanal um 21.30 Uhr zum Spitzenspiel zwischen RB Leipzig als Tabellenersten und unserem FCH. Da gibt es noch eine kleine Rechnung aus dem Hinspiel. Unsere Jungs haben da sicherlich Bock. Ich sage bis nachher und viel Spaß beim Spiel gegen Fürth.